Hallo auf meinem Ingenieurskanal, heute Breaking News. Der Kampf gegen rechts. Wie weit wollen die Grünen in ihre Ideologie gehen? Wenn Sie das interessiert, offensichtlich laut Zeugenaussagen, von denen ich nicht beurteilen kann, ob sie richtig oder falsch sind, hat eine grüne Politikerin nach einer Bürgerversammlung einen 80-Jährigen eine Treppe heruntergestoßen. Das, okay. Sie hören hier die Zeugenaussage einer Person, von der ich nicht weiß, ob sie die Wahrheit sagt oder nicht. Da setze ich dann gleich den Disclaimer drauf. Ganz klar, das kann ich nicht bewerten. Die grüne Frau Horn hat gesagt, sie hätte nichts gemacht. Diese Frau wurde schon einmal verurteilt. Sie hat irgendwelche Plakate beschmiert. Da wurde sie schon mal rechtskräftig verurteilt. Und jetzt hören Sie das zu. Ein Hinweis zu dieser Sache ist, dass das wird in diesem Video nicht gesagt. Die Treppe hat, das scheint so eine breite Treppe zu sein, so etwa 5 Stufen. Also es ist keine Treppe, die ungefähr die Meter lang ist, sondern 5 Stufen. Und dann hören Sie mal dem Zeugen zu und ich werde Ihnen das nachher versuchen zu bewerten. Ich bin kein Jurist und wie gesagt, alles unter der Annahme, dass der Zeuge hier die Wahrheit sagt und das genau so wiedergibt, wie er es gesehen hat. Starten wir mal. Wunderbar. Okay, dann kommen wir schon zum Eingemachten. Und zwar hat sich ja Die eine Grünen. Situation vor dem Rathaus ereignet. Beschreib doch bitte einfach mal, was du gesehen hast, was genau sich dort abgespielt hat. Was war die Situation? Was ist passiert? Ja, wir standen als Initiative nach der Sitzung im Rathaus auf der Rathaustreppe, standen einige Mitglieder von uns. Ich stand unten an der Rathaustreppe auf der linken Seite, wenn man vom Rathaus rauskommt. Der Herr Peter Gomoll, ein 80-jähriges Mitglied, unser Ehrenvorsitzender der Initiative hier in Greifswald, stand oben mit dem Rücken zu mir. Es kam raus aus dem Rathaus die Frau Horn, Katharina Horn, Landesvorsitzende der Grünen hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und wollte absolut nicht rechts lang gehen oder links lang gehen. Sie musste unbedingt durch die Mitte gehen, durch unsere Initiative durch, durch die Mitglieder. Und hat dabei mutwillig den Herrn Peter Gomoll, 80 Jahre ist er, guter Mann, alt oder jung, hat ihn mit dem, mit einem, hat ihn mit einem Bodycheck, also die Treppen runter geschubst oder so wie beim Eishockey, ne, runtergeschubst, so kann man auch sagen, oder umgestoßen. Und dabei ist der Herr Peter Gomoll rückwärts die Treppe hinuntergestürzt. Was hätte da alles passieren können, Leute? Diese Frau ist in meinen Augen nicht mehr ganz ordentlich in ihrem Kopf. Sie ist auch, sie gehört auch zur linksextremen Gruppe da in Greifswald. Sie ist auch vorbestraft. Also vorbestraft nicht. So, also sie ist nicht vorbestraft, aber sie hat früher mal vom Landrat Michael Sack Plakate abgerissen in der Stadt und hat die beschmiert und wurde dafür verurteilt. So. Nun hat sich ja Okay. Frau Born gegenüber der Okay, also dazu sind wir auf dem Ingenieurskanal. Der Witz ist der, dass, also ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht, bei Treppenstürzen mittlerweile mehr Leute zu Schaden, also zu Tode kommen als bei Autounfällen. Der Grund ist der, dass es eine, dass die Bevölkerung relativ stark überaltert, die diese Treppen nicht sehen, wenn sie Sehschwäche haben. Und dann gibt es mehr Tote. Das war seit dem Jahr 2015, gibt es mehr Treppentote in Deutschland als mehr Treppentote in Deutschland als Kfz-Tote. Soweit ich es mitbekommen habe, mündlich von einer anderen Quelle, war die Treppe nur 5 oder 6 Stufen lang, aber eine offensichtlich eine ganz breite Treppe. Das sagt er nicht. Und die wollte mitten durch. Und sie hat ihn dann offensichtlich mit einem, sofern hier der Zeuge das korrekt aussagt, immer, ja, immer unter dem Vorbehalt, wurde der dann rückwärts die Treppe runtergestoßen. Und hier, das ist ein, ja, da kann man dann alles, und das, Sie werden sehen, es geht noch weiter. Das werde ich noch nachher bewerten unter dem Vorbehalt,
dass das alles stimmt, was er sagt, aber das gibt mehrere Zeugen und er wird jetzt noch weiter erzählen, was da läuft und das deutet zum Teil auf, ja, und ja, und das ist der Kampf gegen rechts, das werden Sie sehen. Und da werden Sie sehen, was hier abgeht im Moment in Deutschland, dass das hier in die dunkelsten Zeiten zurückgeht, wenn man gegen irgendwelche, ja, weiter. Ich weiß überhaupt nicht, um was es ging. Bürgerversammlung, es könnte wahrscheinlich wieder mal um Windkraft oder irgendwas so. Ich habe keine Ahnung, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Aber es ist auch relativ irrelevant. Sie sehen die Methoden, wie mittlerweile vorgegangen wird. Ich werde Sie nachher nochmal auch etwas mit Ironie bewerten, die Sache. Ist ja eine Frau. Der Ostsee-Zeitung geäußert und alle Vorwürfe bestritten. Ja. Sie waren ja auch dort vor Ort und haben einige Videoaufnahmen gemacht, direkt nach der Tat. Inwiefern ist denn die Aussage von Frau Horn glaubwürdig, weil sie sich ja auch zu den Geschehnissen nach der Tat äußert? Und wie passt das mit dem zusammen, was bei Ihnen in den Videos zu sehen ist? Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, man muss ja auch ehrlich bleiben bei der ganzen Geschichte und man denkt sich ja auch nichts aus. Es war einfach so, dass die Frau Horn, wie soll ich das sagen, mit Absicht den Herrn Peter Gomoll, den 80-jährigen Herrn, die Treppen runtergestoßen hat mit dem Bodycheck. Das ereignete sich alles so ganz schnell. So schnell konnte ich gar nicht das Handy rausholen und konnte dann eben nur noch dann filmen, wo Herr Gomoll dann da unten auf der Erde saß, wieder aufgerichtet wurde. Das Ganze hat sich auch so ereignet, die Frau Horn wollte vom Tatort flüchten. Ich habe dann die Polizei gerufen. Bei uns in Greifswald war eine Demo gegen rechts. Dafür haben ja die Grünen alle Zeit. Da wollte sie ja ganz schnell hin oder wahrscheinlich auch nach Hause nach dem Attentat. Das ist für mich ein Attentat, ist das, auf die Initiative, ein politisches Attentat. Und hätte ich die Polizei nicht gerufen, ganz lautstark, wäre die Frau Horn einfach losgefahren und wer hätte den Tatort verlassen. Sie hat sich auch nicht mal entschuldigt, sie hat nicht mal nachgefragt, sie ist nicht mal hingegangen zu dem Peter Gomoll, wie es ihm geht, überhaupt nichts. Selbst der Bürgermeister der Hansestadt Greifswald, Herr Okay. Dr. Fassbinder, hat sich einfach umgedreht und wollte gehen. Ich habe ihn nochmal selber angesprochen, ob Herr Fassbinder, schämen Sie sich nicht? Beziehen Sie dazu mal Stellung, was Sie darüber denken, und Sie erkundigen sich nicht mal, was hier vorgefallen ist. Also, das müssen Sie sich mal vorstellen. Das werde ich nachher nochmal bewerten. Er ist politischer Gegner und dann kommt ein Bürgermeister. Da fällt ein 80-Jähriger, jetzt unabhängig davon, ob er gestoßen wurde oder nicht. Gesichert ist ja wohl, dass er die Treppe heruntergefallen ist und das rückwärts. Und der Bürgermeister interessiert sich nicht dafür. Das, ich weiß nicht. Schon alleine jetzt, ich habe jetzt nichts mit der Frau Hahn, aber im Prinzip, der Bürgermeister kümmert, den Bürgermeister schert es einen Dreck, dass ein 80-Jähriger rückwärts die Treppe runterfällt. Ich weiß nicht. Für mich, ich bin kein Jurist, alleine das ist eine Straftat, weil unterlassene Hilfeleistung. Das muss man sehen. Also ich bin kein Jurist, ich kenne die Situation, die diesbezüglich nicht, aber einen 80-Jährigen die Treppe runter und sich da nicht zu kümmern, ist in höchstem Grade menschenverachtend. Es ist widerlich und ekelerregend. Diese Situation haben wir hier in Deutschland von unseren Gutmenschen. Das ist das Problem. Wir sind die Guten. Weiter geht's. Wollen einfach nach Hause gehen. Herr Fassbinder war auch schon halbwegs Hat die auf dem Polizei Weg zu seinem gerufen? Rad, ist auch auf dem Video zu sehen und hat sich dann nochmal umgedreht und hat den Herrn Peter Gomoll gefragt, wie es ihm geht. Und Herr Fassbinder hat dann auch gleichzeitig gesagt, ich habe ihn gefragt und wie er dazu steht, er wird zum laufenden Ermittlungsverfahren keine Stellung nehmen. Nun haben Sie ja gerade gesagt, dass die Frau Horn sich nicht nach dem Herr Gomoll erkundigt hat und wie es ihm ging nach diesem Sturz. Sie hat in der Ostsee-Zeitung allerdings was anderes gesagt. Wie passt das zusammen? Leute, wir wissen, dass diese Frau einfach verlogen ist und diese grüne Sippschaft sowieso. Das merken wir Gut. im Ganzen, sag ich mal, wenn wir uns die Politik anhören, ne? Die Frau hat einfach gelogen, mehr hat sie nicht. Dafür gibt es genug Zeugen
Also es gibt zwischen 6 und 7 Zeugen, glaube ich, die, wo die Personalien noch aufgenommen wurden. Und diese Frau ist in meinen Augen eine notorische Lügnerin. Alles klar, gut. Ich denke, damit haben wir das Thema ausreichend besprochen. Vielen Dank. Okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Gut. Jetzt haben Sie es leider gehört. Jetzt haben Sie es leider gehört. Ich bin nicht im Moment zu Hause, ich bin woanders wegen Breaking News. Sie haben es leider gehört und ich habe gerade mit jemandem gesprochen. Die Person hat zu mir gesagt, du musst da ganz vorsichtig sein, wenn du darüber berichtest. Also, alle diese Berichterstattung ist nur unter dem Vorbehalt, dass dieser Zeuge, wie er sich selbst bezeichnet, und auch die anderen Zeugen, die alle laut seiner Meinung, seiner Aussage nach dasselbe gesagt haben, die Wahrheit gesagt haben. Und hier ist eben wichtig, was ich Ihnen vorhin schon gesagt habe, das ist ein 80-Jähriger, der rückwärts die Treppe runtergestoßen ist. Und hier hat sofern die Beschuldigungen richtig sind, hat die Beschuldigte vorsätzlich und wissentlich schwere Verletzungen, wenn nicht gar den Tod dieser Person in Kauf genommen. Erschwerend kommt, wenn die Aussagen richtig sind, das hat gerade eine im Telefon gesagt, da musst du vorsichtig sein. Es kommt jetzt darauf an. Ich habe gesagt, das könnte man als Mordversuch durchaus interpretieren, weil dann sagte die andere Person, ja, da kommen ja noch andere Sachen dazu. Da muss man dann sehen, ob sich die Person dann um die andere gekümmert hat danach oder nicht. Da musst du ganz vorsichtig sein. Und sofern diese Aussage des Herrn hier richtig wollte sie sofort weiter und hat sich nicht gekümmert, wollte sie sofort weiter zur Demo gegen rechts. Das sind die Leute, scheinbar, die Demo gegen rechts sind. Jetzt müssen wir uns noch weiter überlegen, das ist eine Frau, das war eine Grüne. Und wir Männer sind ja alle grauhaarig und toxisch. Wenn schon eine Grüne solche Sachen abzieht, und die Männer sind wesentlich schlimmer, wie wir ja alle wissen, durch die Medien und alle. Wie schlimm ist ein Herr Habeck oder einer, wie heißt er, der mit den langen Haaren, dessen Namen ich immer verdränge und so weiter? Die müssen ja noch viel schlimmer sein. Alles unter der Bedingung, dass die Aussagen dieses Zeugen stimmen. Das mit der Treppe habe ich von einer anderen Quelle, die hat mir gerade jemand persönlich gesagt. In diesem Sinne, Breaking News, der Kampf gegen rechts der Grünen, wie weit gehen sie? Ich fühle mich hier in ganz üble Zeiten, wo man den politischen Gegner, der dann mittlerweile bekommen ja auch die AfD und so weiter, bekommen Morddrohungen und so weiter. Und hier wird es offensichtlich, oder ne, offensichtlich nicht, hier wird es laut Aussage eines Zeugen irgendwie umgesetzt. Ich danke Ihnen bei diesem nicht so schönen sonntäglichen Thema für Ihr Gehör. Breaking News. Nicht. Es wird immer schlimmer in Deutschland. Und das nennt sich meines Erachtens übrigens auch, Entschuldigung, Projektion. Meine Mutter sagte dazu immer, was dich an anderen stört, bist du selbst. Das ist psychologische Projektion. Und hier kämpfen einige Leute für Demokratie und sehr wahrscheinlich stoßen sie im Kampf für die Demokratie 80-Jährige rückwärts die Treppe runter. Das sind die, wir sind die Guten, wir sind blond und wir sind blauäugig. Oder so war das früher. Heutzutage sind diese Attribute mit einer anderen Farbe offensichtlich verknüpft. Jetzt sind wir fertig. Danke.